Vater Adonai Eloheinu, Melech HaOlam, Asher Kitschano B'mitzvotav, Vetzivano Leadlik, Nershel Shabbat. Lernen wir sehr interessante Tätigkeiten kennen, welche die Kohanim, also die Priester im Tempel, verrichteten. Es gibt Dinge, von denen wir glauben, sie seien überhaupt nicht wichtig, doch sie sind sehr wesentlich und deshalb erlernen wir sie. Wir wollen schauen, was für Tätigkeiten in dieser Parascha dargestellt werden und versuchen, die Andeutungen dahinter zu verstehen. Wir lernen diese Woche von einem Gebot, bei der die Kohanim gegeneinander wetteifern oder Lose zogen, um sie erfüllen zu können. Um welche Mitzwah handelt es sich hierbei? Nachdem die Opferdarbringung durch die Priester beendet wurde, blieb schlussendlich die Asche vom Opfer auf dem Altar übrig, die in der Nacht verbrannt war. Was wurde damit getan? Heutzutage herrscht die Meinung, dass Putzarbeiten nicht von hochstehenden Personen ausgeführt werden. Die Tora gab uns jedoch ein ganz spezielles Gebot, den Altar zu reinigen und die Asche davon zu entfernen. Diese Mitzwa wurde besonders angesehenen Personen überlassen. Nur Priester können diese wichtige Mitzwa erfüllen. Obwohl sie für diese Arbeit sehr früh aufstehen mussten und hierfür sogar auf Schlaf verzichteten, wollten sehr viele gerade diese Aufgabe aber erfüllen. Als Vorbereitung taucht der Kohen in der Mikwe, also einem Tauchbad, unter. Er legte die speziellen für den heiligen Dienst im Tempel bestimmten Priestergewänder an. Indem er seine Hände und Füße mit dem Wasser vom Becken des Tempels wusch, heiligte er sie. Am Anfang beeilten sich alle Priester als erstes oben im Tempel anzukommen, um die Mitzwa des Aufheben der Asche erfüllen zu können. Bis die Gefahr eines Unfalles dadurch gebannt wurde, dass die Priester Lose ziehen mussten, wer die Asche aufheben darf. Die Asche wurde mit einer besonderen Schaufel aufgehoben, vom Altar hinabgebracht und an eine bestimmte Stelle neben der Rampe, die zum Altar führte, platziert. Sollte zu viel Asche auf dem Altar übrig geblieben sein, durften die anderen Kohanim zum Altar hinaufgehen. Sie sammelten dann die Asche genau in der Mitte des Altars zu einem schön geformten Haufen. Diese Form wurde Tapuach-Apfel genannt. Diese übrig gebliebene Asche brachte man außerhalb an einen reinen Ort. Die Reinigungsarbeit im Tempel war eine angesehene Mitzwa, die von angesehenen Männern schnell und mit Freude ausgeführt wurde. Aber um jeden Morgen Asche wegzubringen,
benötigt man auch ein ständiges Feuer. In unserem Wochenabschnitt wird das Gebot erwähnt, dass stets ein Feuer auf dem Altar brenne, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Es ist verboten, das Feuer auf dem Altar zu löschen. Jeden Tag brachten die Priester Feuer auf den Altar, obwohl schon Feuer vorhanden war. Auch wenn die alten Hölzer schon darauf lagen, wurde noch zusätzliches Brennholz darauf gelegt, damit das Feuer nicht erlischt. Das Feuer auf dem Altar brannte ständig und die Flammen stiegen zu Gott in den Himmel auf. So wie das Feuer auf dem Altar stets zu Gott aufsteigt, soll unsere feurige Begeisterung wie das ständige Feuer niemals erlöschen. Nun haben wir ja heute keinen Tempel mehr und es werden auch keine Opfer gebracht. Diese symbolische Haltung, wenn ein Sünder sein Opfer gebracht hat und bereute, durfte man ihn nicht mehr an seine Sünde erinnern. Ich würde dazu heute sagen, man soll nicht nachtragend sein. Aber auch das ständige Feuer, was ist damit gemeint? Gerade heute, wo wir nicht in der Synagoge gemeinsam sein können, sollte dieses Feuer der Gemeinsamkeit nicht erlöschen. Daher finde ich es wichtig, dass wir auch auf anderen Wegen gemeinsam verbunden bleiben. Ein Weg ist es, Aufnahmen von seinem häuslichen Schabbat zu senden, welche dann in unsere Gebetsstunde eingefügt werden können. So begegnen wir uns als Gemeinde schlussendlich doch im Gottesdienst wieder. Shabbat Shalom, bleiben Sie gesund. Eine Möglichkeit, scheinbar alltägliche Dinge wertzuschätzen, sind Brachot, Segen, wie zum Beispiel die Bracha über den Wein oder Traubensaft. Aber die wohl wichtigste zurzeit ist die über das Händewaschen. Sie dient nicht nur der Reinheit der Seele, sondern auch des Körpers. Maya Fehayom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.